Das Sporthotel Achental in Grassau im Chiemgau. Komfortabel, ruhig gelegen, für ein Trainingslager optimal. Und so wohnen unsere Neuzugänge Josip Drimmitsch und Martin Anger. Grüezi Club TV. Hallo, kommt rein. Das ist unser Zimmer von mir und von Martin. Nicht besonders groß, aber ja. Das ist mein Mitbewohner Martin. Liebe Clubfans, hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind gerade im Trainingslager, erster Tag, gerade Mittagspause. Bisschen entspannt nach dem ersten Training. Fernseher gucken, iPad, Handy, ganze Paket, alles dabei. Und ja, froh, dass ihr hier seid, ne? Top, alles. Bin recht zufrieden. Eben, wie schon gesagt, ich habe wie dem Martin als guten Freund, der mir Sachen helfen kann, der mich unterstützen kann. Aber ich habe da super Betreuung und die kommen mir auch entgegen und die helfen es, wo sie nur können. Wie man sieht, das ist unser Balkon. Sehr schönes Wetter, viele Berge, Golfplatz da hinten, super Aussicht. Ja, hier lässt sich gut trainieren, würde ich mal sagen. Ne? Kann man sich gut auf das Training vorbereiten, sich darauf konzentrieren, auf die nächste Aufgabe. Und ist ganz schön hier, muss ich schon sagen. Zwei Schweizer auf einem Zimmer. Es ist extrem aufgeräumt hier. Ihr habt ein sehr ordentliches Zimmer. Wie kommt's? Seid ihr zu Hause auch so ordentlich? Wir sind eigentlich immer ordentlich. Wir sind so gelehrt. Und wir gucken auch auf den anderen, dass er auch Ordnung macht und deswegen klappt es bei uns und darum ist es auch so ordentlich. Muss das so sein, Schweizer Zimmer, alles ordentlich, alles sauber, alles hat seinen Platz, so gehört es auch. Für Martin Anger ist es auch schon das zweite Trainingslager beim 1. FC Nürnberg, daher ist er der Erfahrene in diesem Zimmer. Also Erfahrene, ja, kann man schon so sagen, weil ich habe schon mehr oder weniger verstanden, was es hier geht, was die Regeln sind, also solche Sachen. Und ich kenne auch alle Spieler schon ziemlich gut, würde ich sagen. Aber es geht auch schnell, weil alle Spieler sind nett hier und helfen einander. Und deswegen ist für mich auch normal, dass ich versuche, Josip so gut zu helfen, wie es nur geht, weil wir kennen uns schon von Zürcher Zeiten damals. Und ja, meine ist auch ein Schweizer, ne? Kann man ein bisschen schütteln, die Schredder, das ist auch noch gut. Und es macht Spaß, hier zu sein. Josip Drimmitsch ist auch kein Unbekannter für Martin Anger. Also wir haben nie zusammen in der Mannschaft gespielt, sondern er war immer, du warst halt 2 Jahre älter, ich war immer in älterer Mannschaft dabei, aber da beim Talenttraining vom Verein, da kamen immer die talentiertesten Spieler von jedem Jahrgang zusammen und da haben wir dann immer wieder mal zusammen trainiert. Und da kennen wir uns auch schon eine Weile lang. Ich glaube nicht, dass das schwer hat hier, man sind alle nett und alle helfen ihm auch, aber wenn ich noch extra machen kann für ihn, dann mache ich das gerne für ihn. Das ist auch normal. Das hätte mich auch gefreut, wenn jetzt noch ein anderer Schweizer hier war, der mir geholfen hätte oder so. Aber deswegen, nee, es passt schon. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären. Wie wird dein Name komplett richtig ausgesprochen und wie ist dein Spitzname für alle, die das so nicht richtig aussprechen? Also eigentlich habe ich keinen richtigen Spitznamen, aber seit ich hier in Nürnberg angekommen bin, hat mir Armin den Namen Joe erfunden, gegeben. Und das ist jetzt so geblieben. Aber meinen Namen spricht man Josip Drmić. Korrekt aus. Und aber wie jeder will. Es ist freie Wahl. Also Joe, Josip, Sepp, ob, egal. Also mir passt alles. Und noch ein letzter Blick in die Garderobe. Jacken brauchen wir hier bei 22 Grad wirklich nicht. Also tschüss Club TV, hat uns gefreut, unser Zimmer euch vorzustellen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Bis bald.